Viele von euch haben mich im Laufe der Zeit immer wieder gefragt, Alex, was benutzt du eigentlich für einen Slider bei deinen ganzen Aufnahmen? Und ich habe immer gesagt, da muss ich mal ein Video drüber machen, denn Fakt ist, ich habe gar keinen Slider. Was ist also das Geheimnis meiner Kameraslides? Und ich sage euch direkt, ihr könnt es jederzeit sofort selber bauen zu Hause. Wenn nicht, macht ihr mir ein bisschen Angst, aber ihr solltet das Material auf jeden Fall zu Hause haben, denn mein Geheimnis ist Klopapier. Okay, wir wollen ja nicht übertreiben, aber jetzt mal ohne Scheiß, mein Kameraslider ist aus Klopapier. Heute geht es also darum, wie man aus Klopapier einen Kameraslider bauen kann. Glaubt mir, das Ganze ist wirklich so simpel, ich schäme mich teilweise dafür. Aber was soll ich sagen? Es funktioniert halt. Also haltet euch fest, so bastelt man den Klopapierslider. Auf diese Idee gekommen bin ich eigentlich ganz zufällig. Vor etwas längerer Zeit lagen ein paar Klamotten auf dem Boden und ich musste mein Stativ drauf abstellen. Und als ich das Ganze dann zur Seite schieben musste, kam mir quasi die magische Idee. Um den Klopapierslider zu bauen, braucht ihr idealerweise eine Rolle Klopapier. Wenn ihr zu Hause gerade keine finden könnt, habt ihr übrigens direkt zwei Probleme. Auf jeden Fall braucht ihr drei Blätter Klopapier. Jedes Blatt Klopapier faltet ihr insgesamt zweimal in der Mitte, sodass das Blatt also insgesamt etwas dicker wird. Und auch hier gilt natürlich, je mehr Lagen euer Klopapier hat, desto besser ist das. Nicht nur für den Slider. Die Installation ist übrigens auch kinderleicht. Ihr hebt einfach euer Stativbein an und legt das gefaltete Blatt einfach drunter. Und fertig. Wenn ihr das Ganze dann bei allen Stativbeinen gemacht habt, sollte das also so aussehen. Jetzt braucht ihr allerdings noch einen glatten Untergrund. Das ist theoretisch auch schon der erste Nachteil dieser Methode. Auf Laminat bzw. Parkett oder auch PVC klappt das Slide natürlich hervorragend. Sogar auf Fliesen funktioniert das Ganze bestens, sofern die Fläche von eurem Stativfuß nicht zu klein ist. Das Ding fährt dann nämlich einfach über die Fugen hinweg. Wenn ihr allerdings einen rauen Untergrund habt oder natürlich auch draußen filmen wollt, dann könnt ihr den Klopapierslider eigentlich vergessen. Aber bei den geringen Anschaffungskosten kann man natürlich über diesen Kritikpunkt hinwegsehen. Was ich euch in diesem kurzen Video also eigentlich nur sagen wollte, ist: Seid kreativ. Ihr braucht nicht das teuerste Kamera-Equipment, um jetzt gute oder anspruchsvolle Videos zu produzieren. Natürlich könnt ihr mit dieser Lösung keine perfekten Slides machen und es geht mal was daneben und es ist wesentlich anstrengender. Aber Fakt ist, es funktioniert und es kostet wenig Geld. Wenn ihr übrigens noch mehr Tipps und Videos zu günstigem Kamera-Equipment sehen wollt, dann hinterlasst doch einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Sorry, lassen wir das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt dran, wenn ihr mehr sehen wollt. Das war's für dieses Video. Haut rein. Bis dann.